Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Die vierte Beta von iOS 10 ist nun draußen und das Update war 293,7 MB groß und natürlich stehen wie immer keine Details drin. Ich habe es natürlich installiert und ausprobiert und wir schauen mal kurz. Vor der Installation hatte ich hier noch 7,76 GB frei und dann schauen wir mal eben, wie es jetzt hier aktuell bei mir aussieht, ob wir vielleicht noch ein paar Megabyte gewonnen haben. Ich gehe auf Info und wir haben 7,63 GB frei und tja, das heißt, also wir haben jetzt noch weniger Speicher frei wie vorher, also eine Einsparung bei dem Speicherbedarf hatten wir hier nicht. Ich habe auch direkt mal einen Geekbench laufen lassen und hier mal zum Vergleich, das war die erste Beta, die hatte also 6,92 und 12,26 gehabt, jetzt Beta 3 war bei 12,64 und 704 und die aktuelle Beta 4 ist bei 6,93 1216. Also was den Geekbench angeht, schlechtere Ergebnisse und die zweite Beta, die war am besten mit 1270 und 705. Da haben wir also schon mal ja eine kleine Verschlechterung, aber das hat, wie man ja weiß, im Normalbetrieb eigentlich nicht unbedingt was zu bedeuten. Aber jetzt erstmal zu den Neuerungen. Eine Neuerung sind mal wieder neue Töne bei dem Keyboard und zwar, wenn ihr das aufruft, dann hört ihr diesen Ton. Den kennen wir bereits, aber bei einigen Tasten wie dem Leerzeichen haben wir einen anderen Ton. Oder beim Löschen. Na, ich gehe mal etwas näher ran. Das sind die normalen Buttons. Leerzeichen. Löschen. Und da haben wir also jetzt ganz neue Sounds und das finde ich eigentlich ganz gut, denn man kann die so sehr viel leichter unterscheiden. Ich werde mal ein bisschen tippen. Da kann man sogar ein kleines Liedchen mitspielen. Also finde ich gut, gefällt mir echt gut, dass man hier merkt, wenn man unterschiedliche Buttons hat, sowie unterschiedliche Tastenanschläge. Also echt eine feine Sache, die neuen Töne hier bei der Tastatur von iOS 10. Außerdem neu ist hier, wenn wir das Control Center mal runterziehen und dann hier zu den Widgets gehen, sehen wir hier oben jetzt nicht nur das Datum, sondern den Wochentag oder den Wochentag und das Datum. Auf jeden Fall, ich glaube, das Datum, das ist hier neu. Wenn ich mich recht erinnere, wird jetzt auf jeden Fall beides hier angezeigt bei den Widgets. Was sich auch noch geändert hat, sind die Animationen. Schaut mal, die laufen jetzt hier noch schneller ab. Das fühlt sich alles super schnell und flüssig an. Und ihr müsst bedenken, ich habe hier ein iPhone 5, also hier keine aktuelle Top-Hardware, sondern ein älteres Gerät. Und trotzdem läuft hier alles richtig flott und flüssig. Und ich denke, iOS 10 wird so ein richtig performantes iOS werden, das auch hier ältere Geräte super unterstützen wird. Finde ich persönlich richtig super. Außerdem gibt es jetzt auch neue Emojis und auch das Design von bestehenden Emojis hat sich zum Teil doch etwas verändert und da soll es jetzt über 100 neue noch geben und ich weiß gar nicht genau, welche das alles sein sollen. Auf jeden Fall haben wir hier einige, die ich noch gar nicht gesehen habe, wobei ich auch gar nicht so genau immer dort reingehe bei den Emojis. Ich habe da so meine Standard-Dinger, die ich benutze, aber ihr seht schon, man hat jetzt hier echt eine richtig große Auswahl. Ich gehe es mal eben so ein bisschen durch. Haben wir hier noch den Surfer und natürlich alles in vielen verschiedenen Hautfarben, damit sich hier auch keiner benachteiligt fühlt und jede Hautfarbe passend mit dem Emoji bedient wird. Also da haben wir nun insgesamt, seht mal hier zum Beispiel das Emoji hier. Die Kanone, die wurde ersetzt durch, sieht aus wie eine Wasserpistole, damit es da auch keine bösen Gedanken mehr gibt. Und tja, auf jeden Fall noch mehr Auswahl bei den Bildchen. Also wer nicht gerne schreibt, sondern mit Bildern spricht, der kann sich jetzt aus hier einem noch größeren Emoji-Pool sozusagen bedienen. Und ja, auch das eine Neuerung in iOS 10 Beta 4. In der Nachrichten-App, wenn man ein Foto schicken will, bekommt man ja hier die direkte Ansicht der ganzen Fotos und Videos, die man hat. Und in der Beta 3 wurden ja zum Beispiel solche Screenshots komplett angezeigt. Und hier sind die jetzt alle wieder quadratisch zurechtgeschnitten. Also da wird nicht mehr rausgezoomt, sondern auch hier bei den Videos, die eigentlich 16:9 sind, bekommen wir dann so eine quadratische Ansicht jetzt wieder. Und ja, fand ich eigentlich anders besser, obwohl es so irgendwie cleaner und aufgeräumter aussieht. Aber dennoch fand ich es schöner, als man hier das komplette Bild erkennen kann, auch wenn es nicht quadratisch ist. Im Control Center hat sich auch was geändert, nämlich hier bei AirPlay steht jetzt wieder AirPlay Synchronisierung und bei der letzten Beta 3 stand da nur noch AirPlay, also da hat Apple nochmal etwas mehr Beschreibung hinzugefügt.
Und das Wechselspiel bei den Hintergründen geht weiter, denn Apple hat hier wieder ein bisschen was eingestellt und ja, weggelassen, hinzugefügt. Das alte Wallpaper hier, das ist jetzt wieder zurück. Das war von iOS, was war das? iOS 8, glaube ich, das Wallpaper, wenn ich mich nicht täusche. Das wurde hinzugefügt, dafür wurden einige andere rausgenommen und ja, irgendwie dreht Apple da ständig an der Schraube. Bei jeder Beta kommt was dazu, verschwindet was, wird was umgestellt und naja, eine kleine Änderung. Auf jeden Fall, wer das hier mag, der ist vielleicht froh, dass es momentan wieder dabei ist. Mal sehen, wie es bei der nächsten Beta aussieht. Vielleicht ganz neue Wallpaper. Abwarten. In den Einstellungen gehen wir jetzt mal in den Punkt Datenschutz. Das war ja nicht. Hier ist der Datenschutz. Gehen dort etwas nach unten auf Diagnose und Nutzung und finden hier ganz unten einen neuen Toggle, einen neuen Punkt. Rollstuhlmodus verbessern. Unterstütze Apple dabei, Gesundheits- und Fitnessfunktionen zu verbessern, indem du deine Rollstuhlaktivitäts- und Trainingsdaten sendest. Also es gibt ja auch diesen neuen Rollstuhlmodus, der auch, glaube ich, bei der WatchOS 3, also bei der dritten Softwareversion der Apple Watch, Software mit integriert ist, dass dort das Ganze auch für Rollstuhlfahrer so angepasst wird, dass die auch besser tracken können, wie viel sie sich bewegt haben. Und ja, genau mit dem Punkt hier will Apple an auch diese Daten wohl abgreifen und für Rollstuhlfahrer verbessern. Finde ich eine gute Sache. Tja Leute, und das soll es erst einmal gewesen sein. Ein paar Neuerungen in der iOS 10 Beta 4. Besonders toll finde ich hier die Animationen, die schneller geworden sind. Und das fühlt sich echt an wie ein sehr, sehr tolles, performantes iOS, was hier kommt mit der iOS 10 Version. Und natürlich hier die neuen Tastaturanschläge. Die finde ich persönlich echt gelungen. Und freue mich schon auf die Beta 5 und bin gespannt, was sich noch alles verbessert. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hast du das Video wirklich bis zum Schluss geschaut? Gott, bist du ein Technik-Nerd. Du solltest wirklich liken, teilen und abonnieren. Also nur meine Meinung. Bis dann. Tschüss.